Herzlich willkommen zu Break, dem Infomagazin im offenen Kanal Wernigerode. Heute mit dem Thema der Woche Sachsen-Anhalt-Tag 2014 in Wernigerode. Es war ein unglaublich harter Kampf für das Team von Joachim Löw. Doch Mario Götze schrieb mit seinem Tor in der Verlängerung Geschichte. Nach einem dramatischen Finale gegen Argentinien hat Deutschland zum vierten Mal nach 24 Jahren den Pokal nach Hause geholt. Ein Wernigeröder Gastronom hat dafür gesorgt, dass eine Live-Übertragung des Spiels auf einer Großleinwand sogar kurzfristig auf dem Marktplatz stattfinden kann. Sie war zuvor eigentlich aus Kostengründen nicht geplant gewesen. Umso größer war dann der Andrang der Fußball-WM-Begeisterten. Hier geht jeder für jeden durchs Feuer. Im Regen stehen wir niemals allein. Und solange unsere Herzen uns steuern, wird das auch immer so sein. Ein Hoch auf das, was vor uns liegt, dass es das Beste für uns gibt. Ein Hoch auf das, was uns vereint, auf diese Zeit, auf diese Zeit. Ein Hoch auf uns, uns, auf dieses Leben. Und Wernigerode kommt schon gar nicht mehr aus dem Feiern raus. Schon lange hat er seine Schatten vorausgeworfen und endlich ist es da, das Wochenende des Sachsen-Anhalt-Tages. Die Bühnen stehen, die Schausteller sind bereit, der Andrang aus dem In- und Ausland groß. Deshalb wird es zum Wochenende des Sachsen-Anhalt-Tages zu einigen Beschränkungen im Festgebiet und in der Innenstadt kommen. Das Organisationsteam ist mit vielen Sicherheitspartnern bemüht, diese Behinderung auf das Notwendigste zu beschränken und die Einschränkungen durch alternative Möglichkeiten zu erleichtern. Durch ausgewiesene Festgebiete, gekennzeichnet mit roten, blauen und grünen Straßen, ist vom 17. Juli bis 21. Juli grundsätzliche Regelung zu beachten. Die Einfahrt von roten Straßen ist vollständig untersagt und ausschließlich Rettungsfahrzeugen gestattet. Blaue und grüne Straßen können in der Zeit von 2 bis 9 Uhr nur mit Berechtigung befahren werden. Diese Berechtigung müssen Sie beim Organisationsbüro beantragen. Blaue Straßen unterliegen als zentrale Rettungswege zusätzlich einem Halteverbot, auch wenn Parkkarten ausgegeben sind. Anwohnern, die ihr Auto trotzdem benötigen, werden Alternativparkplätze angeboten. Besondere Einschränkungen wird es vor allem am Sonntag durch das Fest und den Festumzug geben. Für das gesamte Fest werden sowohl weiträumige als auch innerörtliche Umleitungen ausgeschildert. Auf Empfehlung des Organisationsteams sollten Sie Ihr Fahrzeug stehen lassen, das Fahrrad im Notfall benutzen und das einmalige Erlebnis in Wernigerode genießen.
Aber auch im Linienverkehr wird es zum Sachsen-Anhalt-Tag Einschränkungen geben. In der Zeit von Donnerstag, dem 17. Juli bis Dienstag, dem 22. Juli 5 Uhr, gibt es folgende Einschränkungen im Linienverkehr. Die Linien 21, 252, 253, 255, 256, 257, 260, 262, 283, 288 sowie die Stadtverkehrslinien 1, 2, 3, 4 und 5 werden umgeleitet. Wegen den Umleitungen entfallen folgende Haltestellen. Gerhard-Hauptmann-Gymnasium und Ringstraße unter den Zindeln. Als Ersatz gibt es die Haltestelle am Westertor. Für die Haltestelle 100 Morgenfeld ist als Ersatz der Bahnhof geplant. Für das Rendezvous die westliche Feldstraße. Und die Burgbreitenschule bekommt die Ersatzhaltestelle in der Kopernikusstraße. Forke-Straße, Stadtgarten sowie Breite Straße, Stadtecke und Anger entfallen komplett ohne jeglichen Ersatz. Zusätzlich wird am Sonntag, dem 20. Juli, noch die Minzlehner Straße wegen des Festumzuges gesperrt. Dadurch fahren die Linien 252 und 253 dann über die Schreiberstraße, Schmatzfelder Straße am Kupferhammer, im Hopfengarten und von Otto von Gericke Straße zur Haltestelle L82 und Burgbreite Parkplatz. Die Linien 2, 3 und 4 enden am Busbahnhof. Burgbreite und Stadtfeld können bis 15 Uhr nicht befahren werden. Ab 15 Uhr fahren die genannten Linien dann wieder nach Fahrplan. Und das war Break, das Infomagazin im offenen Kanal Wernigerode. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Sachsen-Anhalt-Tag 2014.